darling, I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Hallo, willkommen hier bei mir auf Kanal zurück. Disclaimer und so. Heute am 32. Spieltag gegen Jahn Regensburg. Heute geht es um alles oder nichts mit den drei Spielen, die jetzt noch zum Schluss übrig bleiben. Wenn wir alle drei Spiele gewinnen und die vordere Mannschaft, wie man es hier in der Tabelle nochmal so schön sieht, können wir noch uns Platz 3 holen und das heißt damit, wir können durch die Relegation noch aufsteigen oder wir patzen heute und steigen damit halt nicht auf und müssen damit riskieren, dass wir rausgeschmissen werden. Was wir aber hier auch vereiteln wollen, ist das, dass wir jetzt gegen Regensburg verlieren und gegen die anderen Mannschaften auch danach. Und dann würde ich sagen, starten wir erstmal rein mit der Startaufstellung, die ich euch jetzt einmal durchsage. Im Tor steht Restes. Auf der Rechtsverteidigerposition haben wir Bender, in Verteidigung Bonnet und Chirodia. Und auf der Linksverteidigerposition haben wir Beltran. Auf den beiden ZDM-Positionen ist Branko und Barbosa zu finden. Ich muss das mal kurz überlegen, wie unser anderer ZDM nochmal heißt. Ist ein bisschen schwer, manchmal so viele Spieler aus dem Kopf zu wissen. Und wie man es hier schon sieht, im Hintergrund auf der auf dem rechten Mittelfeld finden wir Pech. Auf der ZOM-Position finden wir Kastrop. Auf links finden wir Ahmed, der heute auch reingekommen ist für Fröding. Und vorne als einzelne Sturmspitze wieder unser Torschütze mit der Nummer 9, Christopher Daffner. Ach, bevor ich es hier noch vergesse, lasst ein Abo da und ein Like, wenn euch das hier gefällt. Wir wollen hier natürlich die 1000 Abonnenten auch knacken hier mit dem Kanal. Und bis jetzt sind wir noch weit weg davon. Also einmal ein kostenloses Abo dalassen und ein Like für die Unterstützung. Und hier ist Bell dran mit dem ersten Abschluss. Unsere Ecke wird von Branko gemacht. Uwe Pech, beziehungsweise Pech einfach jetzt nur. Ich nenne nicht mehr Uwe, aber es passt halt so perfekt dazu. Barbosa hier jetzt im Alleingang, findet keine Anspielstation, verliert den Ball. Und jetzt über den linken Flügel mit unserem Linksverteidiger Beltran, der hier in die Mitte flanken will, um Gutierrez im Tor des Jahn Regensburg. Hält seinen Kasten bis jetzt erstmal sauber. Regensburg im Angriff. Sie machen das ganz gut. Aber unsere Innenverteidiger passen auf mit Bonnet und Chirodia. Der Bonnet, der mir mittlerweile besser gefällt als Antwi, aber der ist ja noch verletzt. Und unser Stürmer Daffner ist hier frei durch. Und es wird hier anscheinend auf einen Foul reklamiert von uns, beziehungsweise an einem Handspiel von Daffner. Wir sind wieder im Angriff mit Ahmed. Er zieht jetzt mal in die Mitte. Der Junge, der kann es auch vom Weiten mittlerweile. Unser Eckstoß wieder von Branko ausgeführt. Ahmed will es statistisch machen. Und da liegt er schon auf dem Boden. Hält sich den Arm. Sieht aus wie ausgekugelte Schulter. Aber Chirodia, er macht es einfach mal vom Weiten. Ich glaube es nicht. Ein Traumtor hier noch in der Karriere zu sehen. Das habe ich so nicht erwartet. Erstmal zu diesen Punkten. Und das bedeutet schon alles. Unsere Mannschaft hängt sich hier rein. Will hier weiterkommen. Will auch den dritten Platz haben. Auf die Hoffnung, dass jetzt Nürnberg die nächsten drei Spiele immerhin zweimal patzend wird. Und der HSV. Jetzt unser Linksverteidiger Beltran wieder über dem linken Flügel zu finden. Der muss ja ein bisschen den Ahmed die Last abnehmen, der hier auch nochmal reingelaufen kommt. Wieder über links mit Beltran. Jetzt zieht er mal in die Mitte. Er will durchstecken auf Daffner. Daffner, er kommt dran, will es artistisch machen. Hier wird es aber komplett artistisch mit Ahmed und Kastrop, wo Ahmed noch so hart angeschlagen ist und wahrscheinlich nehme ich ihn sogar zur Halbzeit raus und jetzt hat sie wahrscheinlich Branko auch noch mitgenommen. Gleich zwei Verletzte
von uns, die hier zeigen, wir wollen das Ding gewinnen, aber hier sieht man schon, Branko kann nicht mehr weitermachen. Eine große Tragödie hier jetzt an dieser Stelle für uns. Der nächste Stammspieler, der bei uns ausfällt, neben Antwi, auch sehr, sehr wichtig, unsere Nummer 13. Wir wechseln ihn aus und dafür kommt jetzt Beck rein, der natürlich jetzt mehr Erfahrung sammeln soll. Wir kriegen jetzt einen Angriff mit Bell dran durch auf Kastrop. Pech, der hier nicht durchkommt gegen Fofana. Kuras, der hier auch über links bei den Regensburgern hier ist. Da haben wir eine starke Aktion gehabt. Regensburg immer noch einen Angriff. Bell dran nimmt hier ganz gewitzt den Ball ab. Back. Jetzt ist hier Daphner. Wir können aber niemanden anspielen hier so weit. Wir spielen zurück auf Barbossa, der jetzt hier auch mal die Möglichkeit hat, von Weitem abzuziehen. Und dabei springt an die Hand. Und wir kriegen diesen Elfmeter, so wichtig für uns. Und jetzt hole ich erstmal Ahmed raus und Röll kommt mal auf die linkes Mittelfeldposition an dieser Stelle. Und anscheinend geht es auch für einen Regensburger hier nicht weiter. Und jetzt führen wir erstmal nach der Einwechslung von Röll erstmal den Elfmeter aus. Es ist Daphner, der ihn schießt. Schießt ihn gut und er schießt ihn nicht gut. Und dafür holen wir jetzt auch unseren besten Spieler auf dem Feld, der die Bälle eigentlich immer gut festgemacht hat, vorne. Kastrop raus und die Nummer 16 von uns, Bayers, kommt rein. Barbossa, jetzt hier mal wieder vom Weiten. Bayers, der jetzt mal mit ein bisschen Tempo in den Strafraum von Regensburg läuft. Und da wäre es beinahe ein Eigentor gewesen, wenn Gutierrez hier nicht rechtzeitig reagiert hätte. Aber wir machen das mal gleich ganz schnell mit Pech, der auch mal von Weitem abschließen kann. Jetzt nochmal die Ecke von uns hier natürlich. Pech, der einen guten Abschluss findet. Aber wir bleiben auch weiter vorne dran. Wir setzen jetzt Regensburg in die eigene Hälfte zurück und Bayers mit dem guten Seitverzieher hier an dieser Stelle. Und Bayers ist wieder auf dem Weg nach vorne. Er kommt hier einfach durch die Abwehr des Regens, durch die Regensburger. Und damit steht es 2:0. Unser Torschütze mit der Nummer 16, Bayers. Und Bayers wieder auf dem Weg nach vorne. Regensburg hält hier nicht auf. Macht er den Deckel zu? Nein, macht er nicht. Und Daphner kommt da auch nicht ran an dieser Stelle. Regensburg jetzt hier im Angriff. Bonet, der hier aufpasst, jetzt aber den Fehler macht. Jetzt muss es an Restes liegen und er kassiert das Ding. Es steht 2:1 in der 90. plus 4. Auch wenn da oben steht 90. plus 1. Und damit endet das Spiel 2:1 von uns in Regensburg. Mit einem Sieg geht es weiter ins nächste Spiel. Hier am 33. Spieltag in Rostock, in unser eigenes Stadion, gegen TSV 1860 München. Nach dem 2:1-Erfolg in Regensburg soll es hier auch weitergehen. Es gibt in der Startformation eine kleine Änderung und die beträgt sich dadurch, dass Restes auch wieder weiter im Tor ist, unser Capitano. Aber erstmal, wir sind auf dem 4., das ist schon mal gut. Mal gucken, ob wir jetzt an Nürnberg vorbeiziehen können oder nicht. Aber wo ich drauf jetzt hin wollte, hier Restes, unser Capitano, bleibt weiter erhalten hier an dieser Stelle im Kasten. Die Kommante bleibt unser zweiter Hüter, aber wie man es da jetzt schon sieht, die Nummer 24 ist neu im Kader. Prito, der heute auf der Rechtsverteidigerposition spielt, frisch aus der Jugendakademie von uns hochgezogen, ein junger Ecuadorianer. Auf der Innenverteidigung normal mit Bonet und Chirodia, so jetzt habe ich es. Und auf der linken Verteidigerposition haben wir Bell dran. Auf der ZDM-Position spielt Bender, der es ursprünglich mal gelernt hat, der unser Rechtsverteidiger ist, spielt jetzt natürlich im ZDM neben Barbossa, weil Branko für 2 Monate wegen ausgekugelter Schulter ausfällt. Aber fit geworden ist wieder unser linkes Mittelfeld, Ahmed, der heute auch wieder auf dem Platz steht. Daneben haben wir Kastrop und auch
wieder Beck, ja genau, Beck haben wir auf dem rechten Mittelfeld. Jetzt musste ich kurz überlegen. Das tut mir alles so leid, wenn das immer so abgehapert klingt, aber das will ich halt ungern rausschneiden, weil es soll ja so sein. Und verlängert hat auch um ein weiteres Jahr Christopher Dachner unsere Nummer 9 vorne. 1860 mit dem ersten Vorstoß und Bonnet, der hier die Sache gut entschärft. Kastrop jetzt hier vorne mit dabei, biegt ab, sucht Beldran. Beldran natürlich jetzt hier über den linken Flügel und er hat 1860 München beinahe sogar noch das Eigentor geschossen, aber deren Keeper passt gut auf. Wir mit dem Eckball hier an der Stelle, Ahmed, er soll sich bloß nicht verletzen dabei. Barbossa jetzt mal mit dem Weitschuss und den hat ein 1860er Verteidiger geklärt. Ich glaube, das war sogar Kasper Verlaat. Die nächste Ecke vor uns, Kastrop tritt sie wieder, Ahmed macht es gut und Kretschmer im Tor der 1860er. Wie gesagt, ist ein guter Torhüter jetzt hier in der Karriere geworden. In Real Life ja nur die Nummer 2, soweit ich weiß. 1860 hier im Angriff. Wird gestoppt von Bender und Beldran. Jetzt soll es weiter über Kastrop gehen, der hier mit bisschen Glück sich durchtanken kann. Durch die Verteidigung natürlich unser Stürmer Tafazofa hier jetzt mit Branko im Zusammenspiel. Was heißt Branko? Barbossa, so ist richtig. Branko ist verletzt. Und jetzt mit Kastrop geht es hier weiter vorne auf. Dafner läuft nicht in die Mitte. Aber jetzt muss die Flanke nochmal kommen. Und sie kam gut. Aber hat keinen Abnehmer gefunden an dieser Stelle auch. Und jetzt kommt TSV 1860 München über den linken Flügel bei denen. Sie spielen in die Mitte. Wollen uns natürlich hier nicht mehr an den Ball kommen lassen. Und Restes, der uns hier gerade den Arsch sowas von gerettet hat. Jetzt ist Barbossa auf dem Weg nach vorne. Kastrop muss ihn jetzt gut mitnehmen. Er muss einen Abschluss finden und das war eine leichte Aufgabe für Kretschmer. Barbossa bekommt gleich wieder den Ball. Er will es aber diesmal alleine machen und hat nicht so einen guten Abschluss. Jetzt hier Kastrop mit Ahmed im Zusammenspiel. Ahmed muss den Ball einmal zurückziehen und holt hier immer noch eine Ecke raus. Die Ecke führen wir auch jetzt aus mit Pech. Ahmed kommt an dieser Situation nicht ran. Bender schießt jetzt mal vom Weiten. Und das war ein knappes Ding über die Latte. Der TSV 1860 Kasten. TSV 1860 München hier im Angriff. Im guten Aufbauspiel. Frenizi. Und wir müssen ran. Wir kommen da nicht mehr ran. Auch eine gute Tat von unserem Torhüter, der hier aber nicht mehr schnell genug oben ist. Es steht in der 48. Minute hier 1-0 für TSV 1860 München. Der TSV 1860 München im Angriff muss hier vom Beldran und vom Bender gestoppt werden, was sie auch getan haben. Jetzt muss es ganz schnell mit Kastrop gehen, der hier den Ball schon wieder einmal verliert. Irgendwie zeigt er seit den letzten Spielen keine gute Leistung mehr. Und in der 55. Minute kommt Kastrop auch raus für Beyers, der jetzt hier mit seiner besseren Leistung anknüpfen soll. Beyers jetzt mal hier im Alleingang vorne versucht, Talik abzuschütteln. Es funktioniert und Kretschmer kommt hier gut an den Ball. Bei uns kommt Christopher Dafner raus und die Nummer 19 bei uns kommt aufs Feld, Adamo. Jetzt der Eckball, es muss ein guter Eckball werden. Ahmed wieder auf Kretschmer und das ist gar nicht gut für uns. Wir laufen hier einen Rückstand hinterher. Normalerweise müssten wir hier 1-0 führen, weil wir brauchen den Sieg eigentlich so unbedingt. Besonders wenn Nürnberg hier nicht patzen. Jetzt Bender mal auf dem Weg nach vorne hier. Der jetzt hier eigentlich den Back erwartet hat. Der auch ziemlich schnell unterwegs ist normalerweise und auch sich hier nicht unbedingt gezeigt hat. TSV 1860 im Angriff wieder. Die wollen den Lucky Punch jetzt draufsetzen, endgültig. Sie wollen hier diesen Sieg bei uns aus Rostock mitnehmen. Wir wollen das aber an dieser Stelle nicht. Wir versuchen hier
alles eigentlich nochmal in die Waagschale zu legen. Und da kommt Prito nicht ran. Wieder über den linken Flügel bei 1860. Und da schießen sie doch noch das Tor. Der Torschütze mit der 24 hier an dieser Stelle. Bei TSV 68 München macht das Tor. Und das ist Neffen Wicht Beyers, der jetzt hier mal gut, richtig gut durchkommt. Mit einem Trick sogar noch hier dran vorbei. Aber es fühlt sich nach dem Abschluss keiner zuständig. Und das sieht so aus, als ob wir die Partie hier an dieser Stelle verlieren. Syr jetzt hier schnell unterwegs. Priet kommt nicht hinterher richtig. Unser Nachwuchstalent rutscht hier leicht vorbei. Sherodia passt hier noch auf. Jetzt ist Priet auf dem Weg nach vorne mit einem Solo-Alleingang. Kommt hier nochmal an den Ball, was ziemlich wichtig ist. Jetzt kommt Pech und wieder auf den Torhüter. Leute, nicht immer auf den Torhüter. Hiermit ist Abpfiff. Und wir sehen uns im allerletzten Spiel wieder. Wir haben letzten Spieltag in Rostock auch wieder gegen den FC St. Pauli. Und ich begrüße Sie hiermit auch wieder im Stadion natürlich. Auf der Torwartposition wird Restes weiterspielen, unser Capitano. Er zeigt immer gute Leistung, aber unser Rechtsverteidiger ist heute mal gewichen. Und die Startaufstellung, also nicht die Startaufstellung, die Tabelle zeigt auch schon, dass wir es nicht mehr schaffen können, hier Nürnberg vom Platz 3 zu verdrängen, weil 3 Punkte nur und die haben 60, wir brauchen 5. Also haben uns wieder mal 3 Punkte hier drauf gefehlt, die uns leider TSV 1860 München geklaut hat. Aber hier die Startaufstellung, Reste ist dubios, neu in der Rechtsverteidigung. Habt ihr einmal kurz die Durchlauf gesehen, aber Bonnet, Sherodia, Beltran, bleibt sonst in den Punkten alles gleich. Und wir gucken auch gleich mal auf die Aufstellung von St. Pauli, wenn sie uns hier mit angezeigt wird, weil, was ich natürlich hier hoffe auch. Bei FIFA hat er seine Probleme und hier ist Bulut einmal am Tor gewesen und Tashi und Eggestein die Sturmspitzen, die Sigal, Faiseli, Medic, Aurelio, Bauer, McKelf, Somerville, Elionusi, Eggestein und Tashi halt in der Startformation. Ja, St. Pauli im Angriff, Paderborn ist schon mal mit 1-0 in Führung gegangen. Wir natürlich immer noch auf die Jagd der 3 Punkte. Restes, der hier wirklich extrem gut ist bei uns im Tor, der auch mit uns mitgehen wird weiter. Und jetzt mal Daffner im Sprint. Er kann sich ein bisschen durchdenken. Und unsere Nummer 9, Christopher Daffner, der Torschütze hier in der Partie. Und natürlich, Tormusik darf nicht fehlen. Alle kommen zum Jubeln. Er hat sich das verdient. Er soll hier auch weiter unser Stürmer bleiben. Aber natürlich unsere 14 hier, die wird auch rumtrainiert auf den Stürmer. Also könnt ihr mir auch schon in die Kommentare schreiben, wem ich als rechtes Mittelfeld holen soll. Barbossa jetzt hier auch mal mit vorne. Versucht hier und Uwe Pech wollte ich sagen. Pech einfach hier mit dem schlechteren Abschluss an dieser Stelle. Daffner natürlich wieder am Anrennen. Pech, der hier auch versucht, aber auch vorbei rennt. Und Barbossa im Ausklärt. Und Pech jetzt mal hier auf dem Weg da vorne mit dem Sprint. Und Daffner mit dem Nachschuss, aber kann er nicht ran. Und es wurde auch abseits gepfiffen, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Oh nein, wurde, oder? Nee, wurde sogar nicht. Tatsächlich nicht. Ecke für uns, Kastrop. Hier ist Ahmed, der den Ball auf den Torhüter von St. Pauli genau drauf schießt. Und natürlich heißt er Bulut. Und St. Pauli jetzt hier vorne. Und sie netzen zum 1:1. Robert Tashi macht den Ausgleich hier in dieser Stelle. Ahmed hat sich hier den Ball geholt. Jetzt ist er mal auf und davon. Kommen mit dem Nachschuss, er kommt nicht durch. Wir haben unsere kleinen Schwierigkeiten, wirklich die Tore zu schießen
und auch die Verteidigung schwimmt hier meistens. Natürlich der neue Rechtsverteidiger hier heute in der Partie, Dubios, der hier eigentlich auch ein gutes Spiel macht. Bender ihn sogar jetzt aushilft, ihn als Anspielstation sogar noch schickt. Pech jetzt hier auf dem Weg nach vorne mit einem Sololauf und er ist ja auch nicht langsam. Und gute Parade von Bulut. Kastrop hier mit der Ecke. Ahmed Chayarudia versucht es mal wieder so wie gegen Regensburg, aber es hat nicht funktioniert. Es war auch die falsche Position für ihn, in meinen Augen. Dann Pauli hier im Angriff. Dubios, der hier wirklich Schwierigkeiten hat sogar, muss ich sagen. Und Restes, der hier uns noch im Spiel hält. St. Pauli wieder auf dem Weg zu unserem Tor. Wir versuchen sie frühzeitig eigentlich immer zu stören, aber es klappt natürlich halt nicht. Und Restes, der hier mit einer überragenden Leistung und die Fehler von der Abwehr immer wieder ausbügeln muss. Und St. Pauli im Abseits. Barbossa, der hier gut natürlich auf Kastrop gespielt hat, den ich aber auch langsam satt habe hier vorne im ZOM, weil er einfach nicht seine Leistung zeigt. St. Pauli mit dem Powerschuss. Wir bekommen den an die Hand und es gibt 11 Meter für St. Pauli. Und Kastrop nehme ich jetzt auch raus und hole jetzt Bayers wieder für rein. Die Auswechslung sehen wir jetzt einmal hier. Jetzt in dieser Szene, Bayers kommt raus, Bayers kommt rein, Kastrop kommt raus, so. Links oder rechts? Ich gehe nach links, er schießt natürlich nach rechts. Und unseren Torschützen nehme ich jetzt raus, Daffner, der hier jetzt verletzt angeschlagen raus musste und Reul kommt rein, dafür rückt Pech auf die Stürmerposition. Und jetzt Pech, der hier mal als Stürmer jetzt fungiert, aber jetzt auch mal nach außen zieht und hat versucht den Bayers zu finden in der Mitte. Bayers, der jetzt hier durch ist und hier auch noch wunderschön geblockt wird. Bayers wieder auf dem Weg nach vorne, macht er das Ding, er macht das Ding, er schickt uns wieder ins Rennen für den nächsten Dreier, auch wenn das nicht so wichtig ist, aber wir wollen uns mit dem Sieg in der Saison jetzt hier verabschieden. Nein, Pech kommt nicht raus für Adamo. Adamo bleibt jetzt mal auf der Bank. Bayers, der jetzt hier mal wirklich ein bisschen Platz bekommt. Pech ist hier durch, kann ihn aber nicht verwandeln. St. Pauli hier auf dem Weg nach vorne. Wir können den Ball wunderschön abgrätschen. Jetzt bekommen wir nochmal eine Angriffssituation mit Bayers, der hier leider richtig verschießen tut. Aber Ahmed kommt hier nochmal ran. Und es ist leider unmöglich, diesen Ball so zu bringen. Wir können jetzt nochmal angreifen mit Bender und Bulut hier mit der Parade, denkt sich. Wir erreichen, uns reicht das Unentschieden. Jetzt Pech mit der Ecke. Ahmed hier mit dem Seitverzieher hat uns beinahe noch den Sieg geschenkt. Und damit trennen wir uns an dieser Stelle zum Saisonende mit einem 2-2, mit einem Unentschieden, wo ich wirklich mit der Leistung der Mannschaft nicht zufrieden bin. Einzige Position ist ja jetzt Pech vorne im Sturm, der mir da auch relativ gut gefällt. Bayers gefällt mir auch im ZOM richtig, richtig gut. Gegen Reul kann ich nichts sagen, er macht seine Spiele, aber er macht sie nicht richtig gut. Und damit würde ich sagen, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wo wir uns jetzt noch verstärken sollen. Wir brauchen unbedingt ein rechtes Mittelfeld, das steht fest. Und wir bräuchten noch ein neues ZOM dafür als Backup-Match, dass wir Kastrop auch ersetzen können. Ansonsten wird die Nachwuchsabteilung nochmal in Gang gelegt, die wir sowieso in Gang legen müssen. Und hier mit dem Hintergrund verabschiede ich mich aus der Saison mit euch. Wir sehen uns in der nächsten Saison mit dem FC Hansa Rostock. Jetzt in der Infocard oder beziehungsweise im Outro. Einmal meinen Kanal, einmal noch zwei Videos.
die euch angegeben werden. Könnt ihr euch gerne mal ansehen. Für jeden Abonnenten, für jeden Like freue ich mich schon. Auch über eure Kommentare werde ich mich freuen an dieser Stelle. Und einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht, in dem Fall, wenn ihr es seht. Und ciao, bis zum nächsten Mal, euer Gamer Hanso.